Moin Moin und herzlich willkommen zum Testbericht des Google Nest Hub. Dem habe ich mir Zeit genommen, denn ich wollte den in meine tägliche Routine genauso integrieren wie die anderen Google Home Geräte. Und das hat es erfolgreich geschafft und es hat sogar alles andere abgelöst, denn ich liebe dieses Display. So, ich habe den jetzt einen Monat benutzt und dabei sind mir mehrere Dinge aufgefallen. Erstens, meine Bilder, die ich in meiner Google Cloud habe, die perfekt direkt integriert werden, besser als beim Nextplay Seed. Dafür ist das Ding kleiner, weil den Macs gibt es nicht in Deutschland. Sehen ultra realistisch aus und das möchte ich jetzt auch mal ein bisschen demonstrieren. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, doch ich kann hier so weiter sliden. Das sieht man jetzt im Video vielleicht nicht so gut, wie ich es jetzt sehe. Aber sobald man das einfach nur so nebenbei stehen lassen hat und mal kurz raufschaut, das Display ist unglaublich, also es ist jetzt nicht hochauflösend, es ist, glaube ich, ein 720p Display oder so, also jetzt sind wirklich nicht hochauflösend. Es stellt die Bilder aber richtig realistisch dar. Das ist unglaublich gut gemacht. So, wie ist das Ding jetzt aufgebaut? Was hat es für Features und was hat es vor allen Dingen mehr als der Google Nest Hub oder Google? Was hat das auf jeden Fall mehr als der Google Nest Mini und der Google Home Mini? Das Display ist nicht nur bei den Bildern unglaublich gut, sondern ist bei mir war es auch ziemlich hilfreich. Einfach wenn ich das jetzt hier auf meinem Schreibtisch stehen habe, ist es jetzt hier perfekt so einfach um mal nebenbei irgendwie was zu schauen, irgendwie jetzt, es kann vor allem auch als Cast-Gerät benutzt werden. Netflix funktioniert nicht, leider wird nicht unterstützt, aber sowas wie Sky zum Beispiel, wenn ich nebenbei ein Fußballspiel schauen möchte, zack, kann das da einfach per Cast drüber gestreamt werden. Und übrigens bei Sky Ticket verbraucht es aber ein Gerät, das nur mal so als Hinweis. YouTube Music, das heißt, Musik kann abgespielt werden. Da sollte ich jetzt aber mal kurz direkt wieder pausieren. Einmal wieder rausgehen, weil ich sonst Copyright-Probleme kriege. Ihr könnt YouTube einfach nur mal rüber streamen. Und ihr könnt es auch, deswegen passt es auch gut in die Küche, könnt ihr da auch drüber kochen. Das heißt, ihr geht jetzt hier drauf, das Rezept, dann kann man sagen Start Cooking. Das ist jetzt alles auf Englisch, weil ich habe das zweisprachig, einfach mal die Lautstärke runterstellen. Das Ganze ist zweisprachig bei mir eingestellt. Ihr könnt das so wie in Deutsch, so wie auch in Englisch haben, falls wer es möchte. Habt ihr dann hier eure Rezeptliste und habt dann hier Schritt 1, Schritt 2 und so weiter. Und dann funktioniert das ziemlich gut. Habe ich jetzt nicht benutzt, aber ich kann mir das als ziemlich hilfreich vorstellen. Wird wahrscheinlich jetzt nicht absolut alles geben. Aber gibt scheinbar auch ziemlich viel, sonst kann man einfach im Internet suchen. Events, gut, das brauche ich jetzt nicht. Podcast habe ich gerne drüber gehört, tue ich auch weiter gerne. Es hat einfach alle Google Assistant-Funktionen mit Display. Und das ist schon finde ich, ein großer Vorteil für mich, nicht für jeden. Wer einfach den Google Home Mini oder Nest Mini präferiert, der kriegt dafür auch ein super Audio-Gerät. Und halt auch mit Google Assistant. Ich liebe aber dieses Display, einfach weil es schön ist. Ich habe jetzt hier meine Fotos nicht eingestellt, weil ich meine privaten Bilder jetzt hier nicht schön ins Internet streamen möchte. Aber als Bilderrahmen ist es sehr schön, denn wie oft schaut ihr euch alte Bilder an? Bei mir, wenn sie jetzt einfach hier so nebenbei laufen, sehe ich immer wieder mal, da erinnere ich mich dran, das war schön, das war toll. Und dann habe ich gleichzeitig hier noch Uhrzeit und Wetter und Datum, was eine ziemlich gute Funktion ist. Und ich habe auch das Ganze gut in meinen Tagesablauf integriert. Ich habe zum Beispiel morgens meine Morgenroutine, wo ich dann geweckt werde mit Musik und Radio und bla 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 bla. Das kann man auch, also es ist komplett in das Google-System integrierbar. Was ich jetzt nicht testen konnte, waren solche Features wie Google Nest Kamera oder so. Das heißt, ihr habt eure Kamera draußen, dann wird es angezeigt, sobald es klingelt. Seht ihr, wer da draußen ist. Aber sowas gibt es alles. Was auch ziemlich cool ist, ist dieser Sensor hier oben. Den dachte ich gar nicht, dass es so ein großes Ding wird. Aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich geiles Feature. Den gibt es beim Nextplay Seed auch. Denn ihr könnt... das ist ein Lichtsensor. Das heißt...
je nachdem, wie viel Licht drauf scheint, desto heller wird das Display. Das heißt, ich mache jetzt mal mehr Licht, dann geht das Display heller. Weniger wird es dunkler. Und wenn ich komplett es zumache, vielleicht funktioniert das jetzt nicht, funktioniert nicht, lässt sich scheinbar nicht austricksen. Oder ist der hier oben? Ne, das ist ein Lautsprecher. Schon, glaube ich, der Sensor hier. Ich kann euch vielleicht jetzt mal ein Bild einblenden. Sobald ihr euer Licht ausschaltet im Zimmer, zum Beispiel wenn ihr dann schlafen gehen wollt, blendet das komplett dunkel ab und ihr seht nur noch ganz leicht die Uhrzeit, aber in groß. Das ist ein unglaublich geiles Feature, falls man im Bett liegt und auf die Uhr schauen möchte. Was jetzt scheinbar nicht ganz gut ist, habe ich gelesen, aber es ist auf jeden Fall ein nettes, tolles Feature. Und ihr schaltet das Display dann auch direkt aus. Ihr müsst nichts ausschalten, es ist alles automatisch. Und wie gesagt, lohnt es sich für 120 Euro. Das müsst ihr nochmal wirklich schauen. Wenn ihr das Display nicht zu 100%, wie ich es jetzt habe, wenn ihr es nicht zu 100% braucht, dann reicht auch und überlegt euch wirklich dann ein Google Nest Mini oder Home Mini zu kaufen. Denn die gibt es schon wirklich für 20 Euro oder zum Teil weniger in Angeboten oder in Kombinationen und so weiter. Und zum Teil verschenkt die Google auch, wenn ihr irgendwie Google Premium, YouTube Premium Kunde seid oder Google One Kunde, gibt es immer wieder Aktionen, wo Google das Ding verschenkt. Wenn ihr aber wirklich ein Display braucht, und dann lohnt sich die 120 Euro UVP, sind das glaube ich, zum Teil auch schon weniger in guten Angeboten, kriegt ihr das Ding auch schon für weniger, dann lohnt die sich auf jeden Fall. Also das ist dann, ich möchte das Ding wirklich nicht mehr gegen ein Google Home Mini eintauschen, weil ich mich so ins Display mit YouTube Music, gut, bei Musik ist es jetzt nicht so wichtig, aber ihr könnt es halt einfach per Touch kontrollieren und müsst nicht immer wieder die Spracheingaben rausballern, sondern könnt einfach auf Pause, weiter und so drücken und das funktioniert dann auch alles so, wie es soll. Und vor allen Dingen als Cast-Gerät ist es dann auch ziemlich geil. Ich wünsche mir einfach nur, dass YouTube da Netflix-Support hinzufügt. Dann bin ich unglaublich glücklich mit dem Ding und würde auch nochmal für den Preis dazu greifen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like da. Abonniert doch gerne den Kanal, falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Ich habe da noch coole Dinge, zum Beispiel wie das Ding hier, was ich gerade teste, im Angebot. Das ist eine witzige Spielerei, verpasst den Testbericht dazu auf keinen Fall. Ja, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss! Aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich schöne Funktion, einfach um kurz irgendwie einen interessanten Bericht zu schauen und